liebe Freunde, wir haben in Ostpreußen einen wunderschönen Spruch gehabt und der war heute den ganzen Tag in meinem Kopf seit morgens. Der heißt, kommst du über den Hund, dann kommst du auch über den Schwanz. Und ich habe dann auch so gelacht, weil ich habe dann schon gewusst, was Vater meinte. Ich habe nämlich jetzt so in letzter Zeit, und das dürft ihr jetzt auch einmal euch richtig schön gut ins Herz schreiben, ich habe dann mit dem, was ihr jetzt gesponsert habt, schon alles an Unterkünften bezahlt. War ich froh. Das war nämlich ein ordentlicher Batzen. Also alles, was ihr schon gespendet und gesponsert habt, das habe ich dann alles schön zusammengepackt und habe es dann auf die Bank getragen, zuerst auf die eine und dann nachher nochmal heute auf die zweite. Gut, und jetzt war es dann so, dass eben unser Noah, unser Einerwagen, ein Siebenerwagen, ne, der hatte einiges noch an Reparaturen. Für die Fahrt sind über 1000 Kilometer. Und dann hatten wir jetzt einfach nur mal unsere Perla, unseren zweiten Siebener, zum Durchchecken gebracht. Und ach du Schreck, der ganze Motor voller Öl. Und da muss jetzt einiges so repariert werden. Ich bin kein Fachmann für Autowerkstatt, das geht nicht mehr rein, beim besten Willen nicht. Ich weiß nur, dass es repariert werden muss und dass unser Taller, also unser Werkstattmeister, mir gesagt hat, wie viel das kostet. Und das ist nur der Schwanz, weil damit haben wir A, nicht gerechnet und B, ist das viel mehr geworden, als wir gedacht haben, bis die Perla. Ist auch ein Noah, also Toyota Noah 7 Sitze, aber heißt Perla, bis die Perla dann wieder fahrtüchtig ist und uns alle sieben mitnehmen kann. Wir sind jetzt eben sieben Leute, aber wir brauchen zwei Autos, aus dem einfachen Grunde, weil sie uns das Gepäck nicht reinpasst. Und in dem ersten Hotel, da haben wir eine Cabana, wie es hier heißt, also ein Häuschen, in dem eben auch eine Küche ist und eben Bad und alles und drei Leute können da drin schlafen, das werden wir auch. Und dann machen wir uns selber die Mahlzeiten. Das heißt also für uns, wir haben auch mal wieder ein schönes Stück gespart. Und dafür danken wir euch von ganzem Herzen. Und jetzt schaut doch nochmal, ob wir Perla noch hinkriegen. Ob wir den Schwanz noch hinkriegen, wie Vater uns sagte. Kommst du über den Hund, dann kommst du auch über den Schwanz. Ne, weil Perla muss jetzt einfach noch richtig repariert sein. Unser Chauffeur, den wir zum Glück für Noah haben, der hat uns gesagt, also er muss in seiner Verantwortung jetzt beide Wagen haben. Auch wenn Erika und Jörg die Perla fahren, aber sie muss fahrtüchtig sein. Oh, und da ist er jetzt unterwegs und guckt in der Autowerkstatt und guckt, dass er die Ersatzteile kriegt in der Stadt, die 60 Kilometer entfernt ist und guckt, dass er das alles hinkriegt. Boah, der ist sowas von verantwortungsbewusst. Wenn ich ihn so ein bisschen erlebe, dann ist er wirklich wie mein Vati. Wehe, es ist nicht alles perfekt und auf dem Punkt, dann wird das nicht gemacht. Sondern es wird erst alles repariert und alles fertig gemacht und dann fahren wir los. Ach, zum Glück haben wir früh genug angefangen, diese Reise vorzubereiten, weil die hat bei Weitem mehr Überraschungen gebracht, als wir gedacht hatten. Und jetzt war dann gestern eben auch noch eine ganz, ganz, ganz große Innenschau. Und dann hatten wir gesehen, wie also Israel echt noch offen ist, aber wie die Wesenheiten, die jetzt über Ukraine und über das ganze Kriegsgebiet, wie die da oben saßen. Und dann sagte die eine Wesenheit zu der anderen, ja, Krieg geht nicht mehr. Warum? Ja, wir haben keine Männer mehr. Aha, habt ihr also alles ausgerottet, was zwischen Kindergarten und Rente dann noch einigermaßen auch zeugungsfähig war und auch für das Land da war. Es gibt jetzt quasi in der Ukraine nur noch Frauen und kleine Kinder. Und dann ein paar Greise, die aber schon fast ins Altersheim gehören. Und ich weiß nicht,
wie die Ukraine jetzt weiter überleben will. Eine ähnliche Situation hatten wir hier in Paraguay 1837. Da wurde dann auch so viel ausgerottet, dass dann anschließend ein Gesetz erlassen wurde, dass jeder Paraguayer so viele Frauen zu sich nehmen kann, aber wie gesagt, zu sich nehmen, also auch versorgen, wie er sich überhaupt leisten kann. Und dann eben natürlich, um das Volk weiterzuerhalten, so viele Kinder zeugen kann, wie er in einigermaßen ordentlicher Form großziehen kann. Und so sieht es jetzt in der Ukraine genau gleich aus. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd und ich sehe parallel, weil die Situation aus Paraguay kenne ich ja nur noch. In der Zeit haben wir hier auch einmal gelebt und Vater hatte uns gesagt, wenn ihr die Knochen findet, dann sind das eure. Auf unserem Land leben wir wieder, auf dem wir 1837 schon mal gelebt und von den Spaniern dann erstochen wurden. Oder erschossen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, die Situation ist sowas von unendlich ähnlich und deswegen konnten wir jetzt in Wesenheit von der Ukraine wenigstens auch zeigen, dass sie einfach aufhören müssen. Es geht nicht mehr, weil es ist auch gar kein Mann mehr da. Ne, alles, was ab Kindergarten oder erster Klasse quasi schon, doch selbst die jungen Kinder haben sie ja eingezogen, die 15-Jährigen, die 14-Jährigen, alle wurden eingezogen. Ne, so wie zu der Zeit, wo mein Vati damals nach Sibirien verschleppt wurde, da war er auch erst so jung. Tja, und was soll das? Wir haben jedenfalls nur den Kopf geschüttelt und die Wesenheiten dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, was sie jetzt getan haben. Unter den Wesenheiten war auch eins, das ähnelte einem Wildschwein. Und das hat unser Patient von gestern gut bearbeitet und ihm gesagt, guck dir jetzt mal an, was du für einen Unfug getrieben hast. Ein ganzes Land ist quasi ausgerottet und wie sollte so ein kleines Land wie die Ukraine, ein so Riesenland wie Russland bis nach Wladiwostok zum Pazifik überhaupt übernehmen wollen? Das ist doch illusorisch, das ist doch Quatsch. Tja, jetzt sitzen sie da, wissen auch nicht mehr weiter. Wir werden sie auch in Bethlehem, nochmal ansprechen, dass sie jetzt wirklich Schluss machen müssen. Es geht ja gar nicht mehr anders. Sie können ja nicht noch die Frauen in Armeerüstungen stecken. Da ist ja nur auch wirklich gar nichts mehr drin. Und die Kinder unterhalb vom Kindergarten, das wäre ja wohl ein Witz. Und eben die Kreise aus den Altenheimen holen, um weiter zu kämpfen. Und die einigermaßen nachgedacht haben, das merkt man hier bei uns in Paraguay auch, die sind rechtzeitig rausgegangen. Wir haben Ströme und Ströme und Ströme von Menschen, die noch so ein bisschen gebrochen Deutsch sprechen, aber eben mehr Russisch und die jetzt hier ankommen und ankommen und ankommen und hunderte von Hektaren aufkaufen. Also viele haben dann jetzt einfach gewusst und auch geahnt, dass eben Paraguay wirklich die Arche Noah ist und kommen jetzt angeströmt. Und deswegen sind wir jetzt auch immer daran interessiert, beziehungsweise Vater sagt es uns ja auch, dass wir die ganzen Ränder, eben Konzeption liegt ja an einem Rand von unserer Arche und eben Inkarnation unten am anderen Rand von der Arche und die anderen haben wir ja schon alle durch diese geistige Mauer, die wir aufbauen durften, geschützt und die hilft. Oh, meine Güte, wenn man sieht, was in den Ländern rundherum passiert, in Brasilien, in Argentinien, das ist unglaublich, was da alles los ist. Tormentas und Tornados und Hagelkörner und Blitz und Donner. Und bei uns, gut, es kommt auch was runter, wie Vater gesagt hatte, individuell auf die, die karmisch damit verbunden sind. Aber eben der ganz große Teil ist doch geschützt und wir sind so dankbar dafür. Und wir sind ja auch so dankbar dem Vater, dass er uns damals gesagt hatte, wie wir die Häuser bauen sollen. Nämlich quasi wie große Straußeneier. Und da drin sitzen wir wie die Küken. Absolut sicher. Da kann ruhig mal ein Hagelkorn draufgehen, was auch Tennisball groß ist, da passiert nichts. Aber heute, da waren wir in der Kolonie. Ich habe mir die Häuser angeschaut, die Straßenschilder angeschaut. Alles zusammengefaltet. Blechdächer. Oh. Da siehst du von einem Dach nichts mehr.
Da siehst du bloß so einen Haufen Blech und einen Haufen Eisen und da ist kaum noch was da. Und das hatten die uns auch gesagt. Ja, ich habe es ja nun schon seit 2005, ja, seit über 17 Jahren bekannt gegeben, wie Vater uns gesagt hat, wie wir die Häuser bauen dürfen. Und hier geht das ja. Hier brauchen wir ja nicht mal einen roten Punkt. Ich hatte jetzt am Sonntag noch einen Besuch aus Deutschland und der hat gesagt, Karin, wenn du deine Häuser, diese schönen Häuser, die so groß sind wie große Straußeneier, wenn du die in Deutschland bauen würdest, du kriegst noch nicht mal einen roten Punkt. Und bei uns war das dann so gut, da hat unsere Bürgermeisterin gesagt, nein, wir lassen euch eure Kreativität ausleben, solange die Statik stimmt. Naja, und die stimmt beim Vater mindestens doppelt. Also unsere Häuser sind doppelt so stabil gebaut, wie sie von der Statik her hätten gebaut werden sollen. Da sind wir so froh drüber. Und deswegen sind wir so froh, dass wir immer noch Vaters Stimme hören. Und ihr wisst ja, bis auf das eine Mal, wo ich dann nicht rechtzeitig den Kosovo-Krieg verhindert habe, das war echt mein Fehler. Aber alle anderen Kriege, alle 50, die angesagt waren, zum Glück haben wir rechtzeitig zum Stoppen bringen können durch die Überzeugungsart und durch die Überzeugungsweise der Wesenheiten dahinter. Und das dürfen wir jetzt auch wieder machen. Wisst ihr was? Ich bin echt gespannt, wen wir als Initiatoren von dem Israel-Krieg antreffen werden, weil das war bisher nicht geöffnet worden. Und das wird ja auch meistens nicht geöffnet, also bisher nie, sondern erst, wenn wir auf der Friedensreise waren und mit der Wesenheit geredet haben, bis zu dem Punkt, wo wir sie überzeugen konnten, bis dahin ging es. Ne? Und für mich ist ja auch so interessant, dass zum Beispiel, wo wir den Irakkrieg von Pamukkale aus stoppen durften und so lange mit Allah da reden, dass jetzt Mekka kaputt gegangen ist. Der Stein ist gespalten, das ganze Gebäude ist hin. Oh, das ist für mich auch ein Zeichen, dass die Kraft darüber eben verschwunden ist und dass jedem, was Allah, ja Vater, versprochen hat, dass er Stück für Stück seine Kinder auch dem Vater überführt. Und wir haben sogar schon jetzt in den Sendungen Mensch Gott und in ähnlichen Sendungen gehört, dass eben Allah selbst die Kinder zum Vater geführt hatte und dass sie die Moslems aus dem Koran zu Christus gefunden haben. Und das finde ich überwältigend. Und deswegen, jetzt was fehlt, was Vater ja auch gesagt hat in der Apokalypse, dass im letzten Moment die Juden auch noch zu Christus finden werden. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, wenn wir mit den Wesenheiten reden, die immer noch verhindern wollen, dass Jesus Christus wirklich als der Messias anerkannt wird, dass diese Zeit jetzt angebrochen ist und dass jetzt endlich Frieden wird. Immer wieder sind wir oben über Palästina und über Israel geflogen, über den Gazastreifen, über alles und haben die Menschen ermahnt, doch Frieden zu machen. Was soll denn das alles? Einander zu töten, da wie Kain und Abel, das ist doch eigentlich vorbei. Die Zeit sollte jetzt vorüber sein. Wir sind doch jetzt alle in dem Bewusstsein, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und dass keiner von uns eines Tages fehlen wird. Nein, Vater holt uns alle heim. Ja, und jetzt brechen sie wieder so einen Krieg vom Zaun. Und jetzt müssen wir gucken, wirklich, wirklich gucken, dass der gestoppt werden kann. Und auch, dass diese Torturen, die da passieren, die ich jetzt immer wieder gehört hatte, Frauen werden mit ihren Kindern gefesselt, ans Bett gefesselt und angezündet. Lauter solche Sachen. Vater, bitte. Hilft, dass wir die Wesenheiten da aufrütteln können, dass eines Tages ihnen das Gleiche passieren würde, wenn sie so weitermachen. Und deswegen ist die Reise so wichtig. Ihr seid so gut, helft uns noch. Was fehlt, ist wie gesagt Perla. Ganz fertig machen und dann Sprit und Essen. Und dann haben wir alles. Ja? Guckt ihr nochmal, ob ihr vielleicht noch einen Zehner oder einen Zwanziger, 50er. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn ihr habt, noch im Portemonnaie findet. Alles hilft unendlich, damit wir dann diese wichtige Reise
zu den Wesenheiten, die jetzt noch über Israel und über Palästinenser hängen, hinkriegen und mit denen reden können, damit die auch diesen Krisenherd loslassen. Und zwar möglichst, bevor wieder, wie in der Ukraine, alle gestorben sind. Darüber würden wir uns von ganzem Herzen freuen. Danke vielmals. Eure Claire.